Dieser Mann ist ein Pionier. Hermann Trollius bereitet in seinem Kalkwerk in Lauterhofen Holzasche so auf, dass sie hochwertigen Dünger ergibt. In der Holzasche ist Kalk drin, Kali und Phosphat. Früher haben wir das Phosphat aus Afrika geholt, das Kali aus dem Werratal. Diese weiten Transportwege und somit eine unheimliche CO2-Belastung, das wollte ich in Zukunft vermeiden. Klingt vernünftig und ökologisch. Aber der Weg zur Ascheaufbereitung ist technisch eine Herausforderung und voller Hürden. Die Asche kommt aus Hackschnitzelkraftwerken in der Umgebung. Eines davon ist die Grünfuttertrocknungsanlage Buschhof, nur 5 Kilometer entfernt. Diese Hackschnitzel liefern Bauern aus der Umgebung an. Die Reste der Bäume aus dem Wald enthalten viele Nährstoffe, dürfen aber natürlich beim Verbrennen keine Gifte erzeugen. Was genau in der Asche steckt, das untersucht Hans Bachmeier, Wissenschaftler am Technologie- und Förderzentrum in Straubing. Seine Aufgabe im Projekt Ash Use, also Asche verwerten, ein Praxisleitfaden zur Qualität von Holzaschen. Dafür schaut er sich Aschen aus verschiedenen Heizkraftwerken an. Denn die Analyse ist eine der Voraussetzungen dafür, dass Asche zu Dünger werden darf. Noch landet der Großteil der Asche aus bayerischen Heizkraftwerken auf Deponien. Denn viele Kraftwerksbetreiber haben ihre Verwertung noch nicht im Blick. Da soll das Projekt Ash Use aufklären. Der zweite Grund, warum Asche bisher kaum verwertet wird: die Analysen sind teuer. Asche als Abfall auf der Deponie zu lagern, kostet zwar auch Geld. Aber am Ende muss sich die Aufbereitung für das Heizkraftwerk rechnen. So wie hier in Buschhof. Also es war ja früher schon so, dass unsere Eltern, Großeltern natürlich die Holzasche, die im eigenen Holzherd oder im Kachelofen angefallen ist, im Garten verwendet haben als Dünger. Genau das Gleiche machen wir jetzt in einer größeren Version mit 10 Megawatt Heizleistung und verwerten die Asche auch wieder, indem wir es der Firma Trollius zur Verfügung stellen. Natürlich müssen wir ein bisschen was bezahlen dafür, aber natürlich auch wesentlich weniger, als wenn wir es auf eine Deponie fahren müssen, vielleicht ein Drittel bis ein Viertel davon. Und so sieht die Asche der Grünfuttertrocknungsanlage Buschhof aus. Kein Pulver wie beim Kachelofen, sondern durchsetzt mit festen Brocken, die an Steine erinnern. So kann man sie natürlich nicht auf den Feldern ausbringen. Ganz grob zerkleinert werden sie schon zu Beginn der Aufbereitung im Kalkwerk. Durch das Sieb über dem Trichter fallen sie auf Förderbänder, werden innerhalb der Anlage gebrochen und zerkleinert in der Schleudermühle. Und danach mehrmals gesiebt. Grobes geht zurück in die Schleudermühle, so lange bis die Asche fein genug ist. Hermann Trollius und seine Mitarbeiter haben die Technik der Anlage ausgetüftelt. Aber die größeren Probleme lagen woanders. Genehmigungsmäßig bin ich da wirklich vor den Kopf gestoßen worden, weil die Holzasche ein Abfallprodukt ist. Und somit habe ich eine Abfallbehandlungsanlage mir genehmigen lassen müssen. Und das war gar nicht so einfach, das zu bewerkstelligen, diese Auflagen. Auch um die komplizierten juristischen Aspekte kümmert sich das Projekt Ash Use, damit aus dem Abfall auch rechtlich Dünger werden kann. Aber die Mühe lohnt sich. Nach der Ernte streut Landwirt Karl Kellermann die Holzasche gern auf seine Felder. Keine 10 Kilometer vom Kalkwerk entfernt. Also kalken tun wir ja so auch. Also alle 3 bis 4 Jahre. Und dann muss ja so eine Summe, also die haben die Kosten für Kalk, für den Kohlensäure-Magnesium-Kalk oder Kohlensäure-Kalk, haben ja, ist ein bestimmter Faktor. Und wenn ich jetzt den mit Holzasche nehme, dann habe ich ja nur, außer den Kalk, habe ich ja nur Phosphat und Kali mit dabei. Und das habe ich eigentlich zum gleichen Preis umsonst dann. Das kostet mir nicht extra was. Und wenn ich ungefähr 3 Tonnen hinstreue, habe ich zwischen 150 und 180 Euro ungefähr Dünger eingespart. Oder weil ich nur kaufen muss als Mineraldünger. Und dann ist ja das eigentlich eine runde Sache. Das Wissenschaftlerteam vom Technologie- und Förderzentrum in Straubing hat auch erforscht, was die Asche für das Pflanzenwachstum bringt. Ackerbohnen und Mais haben sie mit Holzasche bzw. nur mit reinem Kalk gedüngt. Da ist eben rausgekommen, dass die Asche Kali und Phosphor geliefert hat und dadurch mit der Holzasche deutlich bessere, höhere Bestände rausgekommen sind als nur mit Kalkdüngung.
ökobilanzmäßig ist der Vorteil, dass ich Dünger, konventionell erzeugten Dünger einsparen kann, weil die Asche ja Nährstoffe mitbringt, umsonst quasi. Bis zu 60.000 Tonnen Asche könnten in Bayern künftig statt auf der Deponie wieder im Nährstoffkreislauf landen. Genau das ist das Ziel des Projekts Asche verwerten. Aber die Hürden sind hoch. Es sind komplizierte rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und die aufwendigere Analytik, die eben notwendig ist für Ascheverwertung, das macht das Ganze erst für größere Heizwerke wirtschaftlich interessant. Und auf der anderen Seite ist halt der Markt für Dünger aus Holzasche noch klein. Wenn die Energie- und Düngerpreise weiter steigen, könnte sich das ändern. Wie die Nutzung der Asche als Kreislauf gehen kann, haben sie rund um Lauterhofen schon vorgemacht. Moment mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal in die ARD-Mediathek rein. Da gibt's noch mehr Videos und komplette Sendungen von unser Land. Und natürlich noch viel, viel mehr.